Jetzt erstmal eine Runde Tube Tribute. Er folgt mir. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Wir müssen auf alle Fälle, diesen Zweien da vorbei. Ich weiß nicht, ob der Berserker die Treppe runtergeht. Und unten sind auch noch welche. Okay, der schaut sich also, der schaut dann durch das Fenster. Okay. Gut. Wissen wir Bescheid, der guckt auch relativ lange aus dem Fenster. Der sowieso, der hockt sich dann hier hin, wenn der wiederkommt. Gut, also. Kill 1, Kill 2, Kill 3. Wissen wir Bescheid. Ja, die treffen sich dann wieder. Das passt dann auch so ganz gut. Und wir müssen auf alle Fälle so gut durchkommen, dass wir hier nicht einen riesen Alarm auslösen. So. Er kehrt jetzt wieder da zurück. Hab Kill 1. Kill 2. Nein! Ah! Nein! Ah, das hat nicht so ganz gut geklappt, wie ich das wollte. Oh! Ausgewichen. Aber... halt die Klappe. Nein! Was war denn das jetzt schon wieder? Lag der auf der Treppe, konnte nicht mehr hochlaufen oder was? War die Schwerkraft größer? Oh. Oh, wie ich sowas hasse. Okay, neuer Plan. Obwohl der Plan schon echt gut war, ich war bloß zu langsam. Der Plan war schon nicht schlecht, ich war bloß zu langsam. Oh, was stöhnen die denn da so? Was machen die dann da, wenn die sich treffen? So, passt auf. Anderer Plan? So? Der kommt jetzt nicht. Ist mir auch ganz recht. Jetzt sieht der Dicke das jetzt nicht. Ich hoffe, der dreht sich jetzt nicht wieder um. Gut. Ich habe eh Besseres zu tun. Ja, dreh dich am besten zum Fenster und schau da durch. Okay, eigentlich hätte ich gedacht, dass der Dicke das sieht. Ab und jetzt noch ihn hier. Wir müssen weiter. In Ordnung. So, vier weitere zum Töten. Okay, der sieht das nicht, weil ich dann da durch starte. Also den kann ich von oben töten, das ist kein Problem. Ach, jetzt bräuchte man nochmal eine Berserkerklinge. Habe ich noch sowas? Ja, natürlich nicht. Oh,
So. Ah, versteck dich da. Das war also eine gute Idee, den dazu so zu töten. Was war mit den anderen vier jetzt machen? Oh, jetzt sind es schon wieder vier. Ich hätte vorher die ausrotten sollen. Scheiße. Der speichert. Jetzt kommt der Dicke wieder an. Wo findet man eigentlich so eine kräftigen Leute zu so einer Zeit? So, ich weiß jetzt leider nicht, wie die hier laufen. Der steht da nur rum. Und der läuft dann dort rum. Der hockt da auch nur. Das heißt, wenn er sich das jetzt anguckt, müsste ich unbemerkt... den hier ranholen. So. Den nehmen wir beim Vorbeigehen sozusagen gleich mit. Den dürfen wir nicht unterschätzen da. Die wundern sich natürlich auch nicht, ne? So, warum ist der jetzt weg? Wahrscheinlich auf Pipi-Pause. Hätte er vorher Bescheid sagen können. Oh, früher konnte man pfeifen. Hätten die sich dann so gewundert und dann... Das könnte ich jetzt natürlich mit diesen Knallkirschen machen, ne? So, mein Problem ist jetzt, dass ich den nicht einfach so töten kann, weil der erstens seine Runde dreht und zweitens, den kann ich dann holen, wenn ich dann in den Sarg bin, ne? Das heißt, ich muss ihn jetzt erstmal dann töten. Oh, fuck. Hopp, ohne dir. So. Ja, geh weg von der Wand. Und der andere hat es nicht gemerkt. Das ist natürlich auch ein Mega-Held. Beste Wache ever. Hinten vergnügen sich drei nette junge Herren miteinander, ja? Und er checkt das nicht, oder was? Los weg jetzt! Da. Natürlich, sagt er. Natürlich, natürlich. Sicher, sicher. So, ich habe jetzt die Möglichkeit, die da zu töten. Was macht er da? Der ist total verwirrt. Der ist auch viel zu hektisch, als wüsste der irgendwas. Also ist klar, was jetzt passiert, ne? Schaut euch mal an, wie hektisch der ist. Die sind verrottet. Boah, das war eng. Der hat mich nicht gesehen. Und ich wünsche mir mehr Berserker-Klingen. Weiß auch nicht warum. Meine Chance. Lass los. Doppelattentat. Klack. Hier entlang. Halt, ich plünder die nochmal. Warte. Man weiß ja nie, was die so mit sich tragen, ne? Ach, sind da wieder vier Leute. Möglich. 2-4 ist nicht möglich. Alles klar. Er wärmt sich. Der Berserker läuft wieder rum. Der hinten zählt das Geld anscheinend. Und Berserker und Typ
Wechseln die Position. Gott. Uime. Was war denn das? Verdammt. Jemand hat Michelle erwischt. Perron. Ach, scheiße. Boah. Ich höre doch keine Geräusche. Scheiße, noch zwei Berserker. Was ist so, ist weg. Oh, klasse. Hat auch gut funktioniert. Sie postieren ihre Wachen oft auch dort. Wie wichtig seid ihr, oh. Oh, weia, das ist echt gerade höchst aufregend. Jetzt muss ich die da besiegen. Was hat er denn für ein Sichtfeld? Oi. Was haben die denn für ein Sichtfeld? Okay, aber ist klar, was wir machen, ne? Vorher waren die doch auch nicht da, oder? So, die Schurken töten. So, sollte klar sein, was passiert, ne? Zuerst den einen, dann den anderen. So, wir rüsten unsere Phantomklinge aus. Bam, Headshot. Bam, Luftattentat. Kriegen wir noch mal ein paar Punkte hier. So, und dann können wir ihn jetzt... Oh, da gab's noch mal Dietrich. Da können wir ihn jetzt nämlich in Ruhe jetzt rausholen. Und ich... die Tür war doch grad... War die Tür gerade nicht offen? Bitte, Hilfe! Bitte, Hilfe! Oh, der kann auch gar nichts, oder? Helft mir! Deswegen ist die Tür geschlossen. Hilfe! Ah! Schnell! Hilfe! Ja, ist gut. Ich suche gerade noch eine andere Möglichkeit reinzukommen, aber irgendwie. Schnell! Sehe ich hier nicht so viel. Nee, das ist. Ach, fuck. Hilfe! Helft mir! Bitte! Hilfe! Helft mir! Der hat dich getroffen. So ein Scheiße. Hilfe! Verdammter Gemäßigter! Heute auf der Karte Verräter zu Tore in einer Blutsoße! Tod allen Feinden der Freiheit! Ach, halt die Klappe! Überanstrengung! Weg! Ich hab leider keinen Reflexschuss. Begeht jetzt nur keine Dummheiten. Lass den Silberschmied gehen. Bleib zurück. Gütiger Gott. Was habe ich getan? Du hast dein Leben gerettet. Kommt, wir müssen gehen. Hoi. Folgen. Jetzt muss ich ihm folgen, alles klar. Könnte noch was unterwegs passieren, ne? Bonjour, monsieur, et bienvenue. Und ich bin schon echt gespannt. Ich bin schon echt gespannt, wie, Danke, mein Freund. Zeig, Fahren verloren. Ha!
Vielleicht könnt ihr euch ja revanchieren. Ja, natürlich. Darf ich? Die erste machte ich vor einigen Jahren. Ein Privatauftrag. Miss Wissenlauf in ihr. Es war eine ungewöhnliche Kommission. Und ich gestehe, die Neugier trieb mich, sie anzunehmen. Vor kurzem erfuhr ich mehr über Lafreniers Hintergrund. Und was ich herausfand, ist unglaublich. Er ist ein Templer. Habt ihr das erfahren? Ja, ich glaube schon. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich war sehr leichtsinnig und Lafreniere kam mir auf die Schliche. Seit jenem Tag stehe ich unter Hausarrest. Ich liebe das erfahren. Warte wenigstens. Wo kann ich ihn finden? Nun, Lafreniere ist vermutlich nur sehr schwer aufzutreiben. Vor kurzer Zeit, da hörte ich etwas über den Schutz der Waren in der Aloblee. Es klang bedrohlich, wie er das sagt. Wenn ich fragen darf, warum interessiert er euch? Eine wichtige Person starb durch ihn. Ich will wissen, wieso. Verstehe. Ihr habt mein Mitgefühl. Sie werden wieder nach euch suchen. Macht euch lieber wahr. Ja, das werde ich auch. So, wir haben alle Belohnungen freigeschalten. Sehr schön. So muss das sein. Der Silberschmied ist also gefangen geworden von den Templern und er wurde dann quasi gezwungen, Waffen für die böse, also für uns böse Seite zu schmieden. Gut, und eine letzte Mission werde ich noch machen, bevor ich wieder eine kleine Aufnahmepause machen werde.